Victas setzt beim VO 101 auf Tempo und Gefährlichkeit. Ob sich diese Ausrichtung bewahrheitet, erfahrt ihr in diesem Video. Laut Victas soll der VO 101 also echt schnell und gefährlich sein. Der in Deutschland gefertigte Kurznoppenbelag ist auf den ersten Blick auf jeden Fall schon mal recht wabbelig und elastisch. Der orangefarbene, recht grobporige Schwamm ist mit 37,5 Grad relativ weich. Das Obergummi ist sehr elastisch. Die kurzen Noppen am Fuß leicht konisch geformt. Die Köpfe sind griffig und geriffelt. Ungeschnitten war unser Testexemplar etwa 50 Gramm schwer. Preislich werden regulär 44 Euro fällig. Der Dutz-Test bescheinigt dem VO 101 ein durchaus gehobenes Grundtempo, eine gewisse Dynamik und eine leichte Spinfreudigkeit. Im Einkontern liefert der 101 schon mal ordentlich Tempo, gepaart mit flachen Ballflugkurven und abtauchenden Bällen. Die Kombination von hoher Geschwindigkeit und gewissem Störfaktor scheint sich also wirklich zu bewahrheiten. Das hohe Tempo erreicht der Belag dabei schon bei kurzen Bewegungen aus dem Handgelenk. Vorwegnehmen können wir, dass diese Kurznoppe auch wunderbar auf der Vorhand eingesetzt werden kann. Generell ist allerdings ein offenes Schlägerblatt notwendig. Eine der großen Stärken ist unserer Meinung nach ganz klar das tischnahe Blockspiel. Gerade extrem früh, in der aufsteigenden Phase genommene Bälle werden flach und schnell retourniert. Als Gegner muss man dann mit leicht verspringenden Bällen rechnen. Wenn man den Belag hier locker einsetzt, sind erstaunlicherweise auch sehr unangenehme Tempowechsel möglich, die den Rhythmus des Gegners auf jeden Fall stören. Natürlich kann man weiche Topspins des Gegenübers, aber auch mit knallharten Gegenschüssen beantworten. Im Kurz-Kurz-Spiel über dem Tisch lässt sich der 101 durchaus solide einsetzen, auch wenn es gewiss nicht seine Paradedisziplin ist. Recht ordentlich präsentiert sich der Belag dann wieder in der lockeren Eröffnung auf Unterschnitt. Hierbei können erneut verspringende Bälle erzeugt werden, die man im Nachgehen auch druckvoll zum Punktgewinn nutzen kann. Gar nicht so schlecht schlägt sich der 101 in der langen Abwehr. Hier lassen sich durchaus flache und giftige Flugbahnen produzieren. Allerdings sind die Bälle meistens leer, sodass der Gegner hier eher durch Schnittwechsel als durch zu hohen Effet zu Fehlern gezwungen wird.
Mit dem VO 101 erhaltet ihr also abschließend gesagt eine variabel einsetzbare Kurznoppe mit hohen Temporeserven und einem nicht zu unterschätzenden Störeffekt. Wenn ihr den Spielrhythmus eures Gegners durch unangenehme Tempowechsel durchbrechen, selbst aber auch aktive, druckvolle Bälle einstreuen wollt, dann könnte der VO 101 durchaus einen näheren Blick wert sein.